Ja, ich habe mich wieder beruhigt. Nachdem ich 10 Minuten lang mir dieses Bild angeguckt habe, bin ich jetzt endlich wieder runtergefahren von der letzten Mission. Mein Gott, hat mich das aufgeregt. Naja. Ja, dann schauen wir mal, was unsere nächste Mission ist und was da auf uns wartet. Wir müssen ja jetzt erstmal wieder zum Missionspunkt. Es war aber auch ziemlich frustrierend, die letzte Mission. Naja, aber jetzt bin ich ja wieder ganz bei der Sache. Wir müssen ja erstmal aus dem Sperrgebiet wieder raus. Ne? Ja. So, mal gucken, wo wir. Ach, das war ja hoch, stimmt ja. Da war ja was. Und mir ist gar nicht aufgefallen, wann es wieder aufgehört hat zu regnen. Aber es hatte ja in einer Folge zu unheimlich geregnet gehabt. Jetzt ist wieder das tollste Wetter in Nassau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Soundtrack gefällt mir richtig gut. Habe ich, glaube ich, in einer Folge auch schon mal gesagt. Also gefällt er mir so richtig, richtig gut. So, wir müssen jetzt erstmal raus hier aus dem Sperrgebiet. Ich werde erstmal ins Wasser springen. Jawohl! Also der Gouverneur mit seinem Kumpel da, die führen nichts Gutes im Schilde. Was ist denn da hinten? Na, ist das so ein Geheimversteck? Finden wir da irgendwas Besonderes? Mal gucken. Auch wenn das jetzt hier Sperrgebiet ist, interessiert mich nicht, aber ich will mal gucken, ob hier was Besonderes. Ah, eine Kiste. Sehr schön. Drei von 22 Truhen haben wir. Ja, ihr könnt immer noch unter den Videos oder in die Kommentare reinschreiben, was euch an dem Spiel gefällt. Oder was euch an meinen Let's Plays gefällt. Ob es euch gefällt, ob es nicht gefällt. Was wir vielleicht mal machen sollten bei Assassin's Creed. Worauf ihr vielleicht mal Lust hättet hier im Singleplayer. Wie gesagt, ich bretter jetzt mal die Story so geradeweg runter. Oh. Eine Mimi. Cool. Die süße Miezekatze. Auf geht's zur nächsten Mission. In dieser Folge. Oh, Entschuldigung. Ich hab die Frau so ein bisschen überrannt. Ach, da ist wieder unsere Kneipe. Ja. Rum für all. Oder rum für alle. Das ist immer gut. Die Taverne. Aber diesmal keine Musik. Die Pulververschwörung. Heißt diese Mission? Seht sie an. Die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Was macht der denn da? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Aye. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Wir müssen das Pulver besorgen. Jetzt in dieser Mission. 4 Pulverfässer stehlen. Ja, dann wollen wir mal. Auf geht's. Wir dürfen uns jetzt aussuchen. Also die 3 und die 2. Dann wollen wir mal.
Hier unten ist sogar schon eins, so wie es ausschaut. Aber das ist sogar... Ah, das ist auch noch Sperrgebiet. Das ist natürlich ganz... Das wäre auch zu einfach, wenn wir einfach da durchmarschieren könnten. Hier unten stehen, glaube ich, auch welche rum, ne? War doch so, oder? Ja, hier stehen an dem Pulver fast stehen welche. Da müssen wir uns irgendwie... Uah! Müssen wir uns irgendwie anschleichen. Ich weiß aber noch nicht, wie. Ich wollte schon sagen, ist da auf der Karte ein Pulverfass, was ich noch nicht gesehen hatte. Ja, da unten stehen die Jungs. Tja, wie kommen wir denn da am besten hin? Ich glaube, ich weiß wie. Muss ich nur gucken, wo die anderen sind. Der eine läuft da. Hallo? Schieß! Wieso kann ich ihn nicht... Wollte schon sagen, wieso kann ich ihn nicht betäuben? Oh, ich habe keine... Okay, ich habe sie betäubt und... Hallo? Ich würde sie doch gerne ausrauben, weil dann kriege ich doch noch mal ein bisschen real und sowas alles und... Nein. Hallo, bitte... Ausrauben? Welchen hatte ich denn noch nicht? Ach, ihn hatte ich noch nicht, ja. Dun, dun, dun. Pulverfass werden noch mehr warten auf... Oh ja, ich sehe es schon. Hm. Ah, komm hin. Komm. Komm zu Papa. Sehr schön. Unser Geldbeutel füllt sich immer mehr. Den haben wir mal markiert, damit wir wissen, wo er langläuft. Was ist denn hier so am... Ach, die Kiste ist das. Achso, okay. Ich wundere mich schon, was hier so am Klimpern ist. Diese Mission ist relativ entspannt, finde ich. Also, es geht eigentlich. Ja. So. Das hätten wir, das erste Pulverfass. Oh, das dauert aber lange, das Stehlen. Naja. Edward hat ja auch große Taschen. Somit werden wir jetzt erstmal hier... rausgehen. Sind wir denn hier noch im Sperrgebiet, oder? Komm, oh, nee. Wah! Wah, 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 wah. Werde ich die beiden hier vorne aber auch mal erledigen. Wow! Weg hier! Weg hier, Edward! Edward, ganz schnell weg hier! Edward, ganz schnell weg! Edward, ganz schnell weg hier! Los, 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 los! Weg, 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 weg! Hui, was eine Verfolgungsjagd. Hui, hui. Und zack, weg sind wir. Haha. Versteckt.
Da ist einer fleißig am Sägen. Mal so Wind hat nix. Wenn du mal wieder auf neu anfängst. So, dann gucken wir mal, dass wir zum nächsten Pulverfass kommen. Die Mission gefällt mir richtig gut bisher. Ist spaßig, ist spannend. Ja, das Outlast DLC habe ich gestern gespielt und das muss sagen, es gefällt mir richtig gut, dieses Whistleblower. Das ist ein richtig schöner Twist zwischen Hauptspiel und nach dem Spiel, also nach dem Hauptspiel und so. Wow. Hallo. Gott, so viele. Und wen unterhält er sich da? Okay, schnappen wir uns ihn mal hier. Lass. Edward. So, den erbeuten wir. Und dann werden wir uns wahrscheinlich jetzt den nächsten schnappen. Da unten läuft auch noch einer. Ui. Ganz schön voll hier. Komm hier rein in den Busch, hier ist schön warm. So, mal gucken. Da ist einer. Auf dem Turm sind, glaube ich, zwei. Ja. Das Pulverfass ist da. Ich würde gerne doch ein paar, würde ich gerne. Wow. Markier ihn. Hallo, markier ihn doch. Können wir uns noch irgendwo einen Baum kronen vielleicht? Das ist nicht gut, weil wir vorne in das Zelt rein müssen. Ja, das war ja so klar. Wow. Ja, lass los, Edward, lass los. Wunderbar. Den rauben wir raus. Die Zeit muss sein. Und dann verschwinden wir auf. Schnurstracks verschwinden wir hier. Sehr schön. Das hat ja wunderbar geklappt. Awesome. Somit heißt es für uns, das nächste Pulverfass besorgen. Entschuldigt, Ladies. Uiuiuiuiui. Ist ja wieder schwer was los da. Wo wir hin müssen. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Markieren noch mal ein paar Leutchen. Wow. Oh, und der hat auch noch einen Schlüssel für das Lagerhaus. Ja, super. Klasse. Dünn. Alles am Markieren hier. Und da ist auch das Pulverfass, wo wir hin müssen. Oh mein Gott. Ob wir das Ganze hier mit Schleichen bewältigen können. Oder ob wir hier in Grund und Boden niedergeschossen werden. Das seht ihr in einer weiteren Folge Assassin's Creed Black Flag. Und ja, das war's mal wieder. Ich hoffe, euch gefällt's. Immer einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Ich weiß, man soll ja nicht betteln. Aber, einfach. Genau. Einfach followen oder sonst was. Ich würde mich freuen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.